Frauenschlümpfe, Schlipper. Schlipper haben sie reingemacht. Warum? Wofür brauchen sie Frauenschlipper? Wofür denn? Ein georgischer Zapzara. Georgier Zapzarab. Zapzarab, Kollege, warum? Muss ich einmal die G-Punkte suchen. Warum? Entspannen Sie sich. Machen Sie mal so bitte. So? Okay. Haben Sie keinen G-Punkt? Nee. Wirklich? Hab ich keinen. Weil, machen Sie mal so. So, meine Freunde, Tatütata, Alan Bangic ist schon wieder da mit einem neuen Video. Heute bin ich Security-Kollegas, weil ich muss Alexanderplatz kontrollieren. Denn Vadik-Junge ist nicht mehr da, meine Freunde. Hier ist Katastrophe, Kollegas. Deswegen bin ich heute Security, meine Freunde. Wir labern nicht so viel rum, wir fangen mit dem Video einfach mal an. Hallo, der Herr. Gucken Sie, folgender Sachverhalt. Ab heute geht nicht mehr 2G, sondern 3G. Und zwar 3G-Punkte. Haben Sie 3G-Punkte? 3G-Punkte? Die 3G-Punkte, haben Sie sie? Haben Sie 3G-Punkte? Nein, ich habe sie. Wie viele Punkte haben Sie gefunden, G-Punkte? Sie müssen alle 3G-Punkte finden. Was? Kollege. Was? Sie waren gerade bei C&A und haben Zap-Zarab gemacht. Eine Frauenslip. Keine Zap-Zarab, bitte. Sie haben Frauenslip Zapzarab gemacht. Ein georgischer Zapzara. Georgier Zapzarab. Zapzara war, yes, but I know Zapzara. Du Zapzarab bei C&A, zeigst du Tasche so. Tasche? So, Kollege, folgender Sachverhalt. Ich habe gerade gesehen, wie Sie aus dem C&A rausgegangen sind und haben Zapzarab gemacht. Frauenschlümpfe, Schlipper. Schlipper haben Sie reingemacht. Warum? Wofür brauchen Sie Frauenschlipper? Wofür denn? Haben Sie, sind Sie auf dieser anderen Seite, haben Sie gewechselt oder? Nein, ich habe sehr video. Nein. Doch, hier, ich habe gesehen, auf Kamera haben Sie gemacht. Och, meine Herren, nicht Zapzara. Zapzara, Kollege, warum? Nein, ich habe sehr video. Ich понимаю, TikTok, короче. Ой, дорога, короче, так идет. Похуй, короче, TikTok, короче. Warum andere Leute hier rein nicht? Warum andere Leute rein dürfen und Sie nicht? Ja. Das liegt auf gar keinen Fall an Ihrer Herkunft. Ja. Das ist stichprobenartige Kontrolle. Das ist Security Soko Alan Balan. Ja. Deswegen haben Sie die Punkte, weil so ohne G-Punkte kommen Sie gar nicht rein. Das ist das Problem. Warum die Schreine ist nicht? Was? Warum diese weint ist nicht? Warum diese. Sie weint nicht? Ja. Sie darf rein, aber Sie nicht. Warum? Weil sie weint nicht. Sie haben gesagt, warum diese weint, aber sie weint nicht. Bei ihr ist alles gut. Warum? Warum diese nicht? Stopp. Das Problem ist, sie hat die G-Punkte nicht. Das ist das Problem. Okay. Tut mir leid, andere laden oder so. Andere laden? Warum? Warum andere laden? Na, gucken Sie, das ist. Ich kann nichts machen, das ist Business. Okay. Ja. Hey, hallo. Nein, stopp, bleiben Sie. Nein. Was ist. Hallo, Kollege. Nee, nix TikTok. Ich bin Security. TikTok, Security. Da. Security. Du Zapzarab machen nein, sofort. Nein. Es ist, ich muss jetzt durchsuchen. Mhm. Ja, falls ich nichts finde, dann gehen wir nicht zur Polizei. Falls wir aber finde, dann gehen Sie zur Polizei und da gibt es Seifen aufheben. Keine Probleme, Jo. Zeige, was ist das? Was ist diese? Tabak. Haben Sie irgendwas, an was ich mich verletzen könnte? Zeigen Sie mal Tabak. Was haben Sie? Yes. Opa, hier ist beim Tabak was Grünes dabei. Was ist das? Was ist das, Tabak? Ich bin vom Berliner G-Punktamt. Wir suchen die G-Punkte bei den Menschen. Haben Sie den G-Punkt gefunden? Warst du in der Schule? Ich war in der Schule, ja. Da musst du wissen. Wo der G-Punkt ist? Da musst du Frauen fragen. Guck mal da, zwei Stück. Es geht darum nicht. Es geht, es geht um die 3G-Regel. Wir suchen die Punkte. Wie gesagt, die G-Punkte müssen wir suchen. Die G-Punkte, wie viele Gs gibt es denn heute? 3Gs, 3G-Punkte. Ja. Ah, okay. Morgen ist es schon wieder. Wie gesagt, haben Sie die Punkte gefunden, ja oder nein? Nein, reicht jetzt, ja. Wie? Reicht, ja. Du hast mich genug gefragt, ich habe kein Gs hier. Die G-Punkte müssen übereinstimmen, weil so können Sie nicht weiter ja, auf diesen Straßen. 4G, 5G. Auf Straßen Berlins ist verboten. 5G, 6G, aber jetzt lass mich mal. Stopp, bleiben Sie mal kurz stehen. Guck mal, das ist gerade sehr wichtig. Guck mal. Das ist ein Abstand, du. Denken Sie, es macht Spaß? Gucken Sie mal. Ich habe hier alles. Impfpass, alles. Hier, guck mal. Das ist der Beschluss vom Standesamt Berlin über die G-Punkte-Regel. Guck mal, können Sie sich einmal informieren? Ja, bist du safe dran, ne? Stopp, stehen bleiben. Hallo, der Herr. So, Sie nehmen mich gerade gar nicht wahr. Ey, stopp. Bijo, Bijo, was ist dieser Grüne? Gibi? Nee. Was ist diese Grüne? Stopp. Was ist diese grüne Tüte hier? Das ist verboten. Gib mir.
Das ist verboten, Kollege. Georgische, keine Probleme. Georgische, kein Problem? Warum? Alles gut, Georgisch. Sie wollen mich gerade komplett veräppeln. Sie haben hier Substanzen dabei. Rauchen. Keine Probleme, Georgia. Georgia, aber Georgia. Hier ist Deutschland. Deutschland, Georgisch. Sie haben hier grüne Ware drinnen. Alles gut, Bijo. Alles gut, alles gut. Bijo, давай иди отсюда, короче, пошел. Kollege, was ist los? Alexanderplatz, okay. Kann ich ernst? Ich muss Verstärkung rufen oder wir regeln das mit der 3G. Hallo, bleiben Sie mal stehen, der Herr. Das ist gerade, komm, ich masse gerade den Amt an. Stopp, Herr, hallo. Gucken Sie, das ist eine sehr wichtige Regelung. Wollen Sie, dass die ganzen Maßnahmen beendet werden? Das wird passieren, mach dir keine Sorgen, aber lass mich mal in Ruhe jetzt. Hallo, der Herr, kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her, ich suche die G-Punkte bei dem Herrn, aber er will nicht mitmachen. Was soll der Schrott überhaupt? Da haben Sie den G-Punkt, ich muss Sie durchsuchen nach G-Punkten. Ja, machen Sie mal einmal so und ich muss Durchsuchung machen. Was ist G-Punkt? Den G-Punkt, ich muss ihn finden. Was? 3G. 3G-Punkte muss man suchen. Die Suche startet jetzt in 2 Sekunden. Einmal so machen, ich mache jetzt Durchsuchung bei Ihnen. Haben Sie irgendwelche Gegenstände, die mich verletzen könnten? Ja, dann muss ich einmal die G-Punkte suchen. Warum? Durchsuchungsbeschluss vom Standesamt Berlin. Ich hab nichts. Ja, gucken, das Problem ist, Sie müssen jetzt nicht so aggressiv werden, weil das ist hier gerade. Ich hab keinen. Bruder. Stopp, entspannen Sie sich. Machen Sie mal so bitte. So? Okay, so, der G-Punkt befindet sich meistens im unteren Bereich, weil da verstecken die Leute immer die G-Punkte. Aber ich habe keinen, Bruder. Haben Sie keinen G-Punkt? Nee. Sicher? Wirklich? Habe ich keinen. Weil, wie gesagt, ich habe keine Erlaubnis, Sie zu durchsuchen, deswegen durchsuchen Sie sich selber nach G-Punkten. Keinen. Können Sie Ihre Taschen so aufmachen? So, okay, kein G-Punkt drinnen. Machen Sie mal so. Hallo, ich bin Security von Alexander Platzowitsch. Wer ist hier Essen zuständig? Du? Ja. Kommen Sie bitte raus einen Moment. Gucken Sie, folgender Sachverhalt. Viele Kunden waren bei Ihnen und haben gesagt, bei Ihnen ist Schweinefleisch im Döner. Bleiben Sie mal kurz stehen. Ich habe gestern extra Überprüfung gemacht mit Kriminalstaatsanwaltschaft von Berlin. Und wir haben überprüft euer Fleisch. Und da ist tatsächlich 0,2% Schweinefleisch drinnen. Nee. Doch, doch, nein. Doch, Kollege. Nein. Eine Frage. Ja, guck mal her. Döner-Kebab, Standard-Döner-Kebab. Nicht Schweinefleisch. Ja, verstehe ich. Ich kann Sie und verstehen. Und eine Frage, kleinen Moment. Ja. Der Hähnchen-Dürüm. Total Hähnchenfleisch. Hähnchen total? Ja. 0,2% keine Schweinefleisch? Na, vertrauen mit mir. Ja? Ich bin 11 Jahre her. Haben Sie Papiere hier? Alles da. Zeigen Sie bitte. Nein, jetzt nicht. Jeden Tag taglich. Ich beschneide, dann kommt ein Problem. Sie beschneiden mich, warum? Nein, nein, Döner schneiden. Du hast gesagt, ich beschneide. Nein, du nein. Du beschneidest mich gerade? Nein, nein, Döner schneiden. Ach so, ich dachte, beschneide bei mir. Nein, Döner schneiden macht Test. Test, okay, kommen Sie. Ja, beschneiden Sie mal den Döner. Okay, ich warte auf Sie draußen, ja? Test. So, okay, wir testen jetzt. Aha. Und schöne, dünn, saftig Fleisch. So, weil verstehen Sie, wenn es doch Schweinefleisch ist, na, dann versündige ich mich damit. Verstehen Sie? Gucken Sie, sehen Sie diese 0,2%? Guck, Sie widersprechen sich gerade. Sie haben gerade gesagt Hähnchen, auf einmal ist das Rindfleisch. Ich meine, Mix. Hähnchenfleisch, diese Kalbfleisch. Sie haben jetzt gemischt. Ja. Für mich extra. Ja. Damit ich gucke, dass kein Schweinefleisch drin ist. Nein, kein Schweinefleisch. Ja, sicher? Okay, ich gucke jetzt. Bei Rindfleisch ist keine, aber ich probiere jetzt Hähnchen, weil bei Hähnchenfleisch wurden die tatverdächtigen Sachverhalte aufgestellt. Wir gucken jetzt das Hähnchenfleisch. Einen Moment, das ist Hähnchen, ja? Halal. Gucken Sie, das Verfahren wird eingestellt. Hallo? Es gilt die neue Regel, und zwar die Maskenpflicht ist nur für weiße Masken. Hier ist weiße Maske von unserer. Hallo? Bruder, tut mir leid, you know? Es tut dir leid, ich verstehe, aber weiße keine Maske. Deutsch. Keine Deutsch. Weiße Maske anziehen muss deine Kollege. You must have white mask. Hier, diese jetzt. Wie gesagt, das ist sehr wichtig. Aha. Das ist Maskenpflichtregel. Schwarze Masken sind absolut tabu verboten vom deutschen Staat. Deutschland sagt, der Standesamt hat neuen Beschluss gemacht. Genau, so, so ist gut. So ist gut. Viel Spaß noch, ja? Ciao. Hallo, bleiben Sie kurz stehen, bitte. Kommen Sie kurz mit. Haben Sie Test? Was? Test? Test. Weil das ist stichprobenartige Kontrolle von Kanaconda GmbH. Ja. Also bei uns ist Kanaconda GmbH und wir gucken stichprobenartig, ob Sie Test haben. Weil nach draußen, nach drinnen ist kein Test mehr, aber nach draußen ist Test. Ajo? Warum lachen Sie? Oder? Unlogisch, Digga. Ich bin hier, ich lach wegen.
Telefon. Nein, nein, wegen er. Ich meine ihn meine ich. Alles gut. Braucht er nicht Test und aber sie braucht keinen Test. Nein, alles gut. Ah, nein, guck, hör mal zu. Nein, stopp. Jetzt ohne Stress, ohne ganze Palapa. Ja. Nach drinnen ist kein Test, entfallen, 2G seit langem schon. Ja. Aber nach draußen braucht ihr Test, habt ihr vergessen? Sag mal deinen Ausweis. Stopp. Zeig. Jo, sehe ich aus, würde ich Witze machen? Guck, ich bin seriös. Ich bin seriös. Alles gut, Bruder, alles gut. Ich bin gerade seriös. Aber zeig mal deinen Ausweis. Ich bin seriöse Unternehmen. Jetzt ohne Witz. Ihr macht gerade Spaß. Was ist los? Wer macht Spaß, Digga? Ihr macht Spaß hier. Wie? Ich bin seriöses Unternehmen. Sag mal deinen Ausweis. Bist du Security? Zeig deinen Ausweis. Ich bin Security. Nee, warte, komm her. Stopp. Machst du Spaß oder was? Was ist das für ein Nein, ich mache keinen Spaß. Zeig deinen Ausweis. Gucken Sie, es ist die 2G-Regel. Es ist 2G-Regel. Sag, was soll ich machen, Bruder? Guck mal, alle Bruder, guck bei mir keinen Spaß. Schon, guck mal, es ist... Ruf Polizei. Was willst du jetzt? Test? Wir haben keinen. Was willst du machen? Jetzt komm. Ich habe keinen. Tschüss, du machst es gar. Tschüss. Ich vermute, ihr ahnt das schon. Also, ja. Die Vermutung ist sehr nah. Ich habe euch gerade offiziell geprankt. Wie heißt du? Ich heiße Ahmed. Ja. Siehst du, ich habe heute Ahmed gesucht. Ahmed gesucht, weil hier ist Ahmed Verbot am Alexanderplatz. Alle Ahmed sind verboten. Verboten? Alle. Jede Ahmed ist verboten am Alexanderplatz. Ich? Ja. Nicht nur du, auch andere Ahmed. Ahmed-Verbot, neue Ahmed-Verriegelung ist gekommen vom Standesamt Berlin. Und deswegen, das ist das Problem. Sie können gerne zu Kudamm fahren oder so, aber hier Alexanderplatz ist alle Ahmeds verboten. Alles Ahmed verboten? Ja. Warum? Ich habe keine... Gar nichts gemacht. Ja. Ich habe nur eine Bier getrunken. Eine Bier. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe auch gar nichts gemacht, aber ich bin halt kein Ahmed. Daran liegt es. Alle Ahmeds, arrivederci, ciao, kakao. Ja. Bist du Araber? Ja. Von welcher? Bist du Libanese? Libanon. Libanon? Ja. Du bist Libanese? Libanon. Ich bin Libanese. Okay, warte, das ändert gerade die Tatsache. Weil Ahmeds sind verboten, aber nur die Ahmeds, die nicht aus Libanon kommen. Libanon haben eine Sondergenehmigung. ZB1, ZB2, wir haben hier einen Ahmad. Er ist aber kein anderer, sondern Libanese. Wir haben doch irgendwas mit Sondergenehmigung für Libanesen gehabt. Könnt ihr mal bitte sagen, ist es noch gültig oder nicht? Die wollen kurz sprechen für dich. Warte, sag, ich bin Libanese. Ich bin Libanese. Sag denen, weil die machen manchmal Probleme. Sag, wenn ich mache ein Problem, weil... Warte. Ja, wenn ich mache ein Problem... Ein Problem. Na, wenn ich mache ein Problem... Wenn ich mache ein Problem... Ich mache ganze Stadt kaputt. Ich mache ein Problem. Ich bin Libanese. Ich bin Libanese. Ich bin Libanese! Wenn ich mache ein Problem... Ich mache ein Problem. Ich mache ganze Stadt kaputt. Ich bin... Libanese. Nein, ich mache ganze Stadt. Nein, Kollege. Okay, Kollege, du darfst bleiben. Du darfst bleiben. Mein Chef hat gesagt, alle Libanesen, Ahmeds, dürfen bleiben. Hallo, machen Sie Fotoshooting? Ja, bitte. Ja, bitte? Ja, ja. Weil hier am Alexanderplatz ist eine neue Regel. Wer Fotos macht, zahlt Schutzgeld. Schutzgeld, ja. Pro Foto 20 Euro an Alan Bangwich auf Nacken. We can't speak, sprechen. Para, Massari in my bag. 20 Euro for Foto. No, we don't. Yeah, 20 Euro Schutzgeld. Ey, Kollege, Schutzgeld, du musst abdrücken jetzt. Nein. Money, 20 Euro for Foto. One photo, 20 Euro. Kollege, delete the Foto. Hallo? Jo, Kollege, wie war dein Name nochmal? Sebastian. Ja, du weißt, Sebastian, dass wir haben Sebastian-Verbot heutzutage. Am kompletten Alexanderplatz-Bereich ist Sebastian-Verbot. Warum haltest du dich noch überhaupt auf hier? Verstehe ich nicht. Ich bin ja nicht nur Sebastian, ich bin auch Basti. Auch der Basti? Okay, ich muss kurz checken. ZB2, wir haben hier einen Sebastian, aber der tanzt sich als Basti. Er sagt, er ist auch der Basti. Der Basti bist du auch? Sag mal. Basti bin ich auch, ja. So, nochmal. Folgender Sachverhalt. Guck mal, hier ist ein Sebastian. Er sagt aber, er ist
auch Bastian. Basti geht auch, dass er auch seinen Namen ändert, weil, wie gesagt, Sebastian-Verbot können wir nicht durchziehen. Musst du sagen, wie heißt du genau? Nicht Sebastian, sondern Basti. Es heißt Basti. Warte, einen Moment, ich überprüfe kurz bei Zentrale, ja? Folgender Sachverhalt, ich habe gerade bei Zentrale überprüft. Leider sind Sebastian, Basti, Sibylle, Rilke, Ahmed und Stefan gerade verboten. Deswegen müssen sie den Platz jetzt leider verlassen. Tut mir sehr leid. Ich bin aber auch der Herr Pilz. Der Pilz? Der Herr Pilz. Okay, okay. Jemand anderen. Wie gesagt, ich gebe dir einen Tipp, du kannst deinen Namen auch ändern bei Standesamt. Wie heißt du? Ich? Ja, Chris ist auch verboten hier. Bitte weg. Am ganzen Alexanderplatz bereits. Sie lachen gerade, das ist kein Witz. Ich lache aber nicht wirklich. Am ganzen Alexanderplatzbereich sind Chris und Sebastian verboten. Sebastian hat gerade Hausverbot bekommen. Sie auch jetzt. Bitte gehen. Nein, ich gehe nicht. Wollen Sie, dass Ahmed kommt? Sebastian, Sie haben gerade gesagt, Sie packen ein. Los geht's. Ich möchte nur das Gesetz durchziehen. Das Sebastian und Chris Verbot. Was für ein Gesetz? Sebastian und Chris Verbot. Schon mal einen Bogen in die oder was? ZB1, ZB2. Sebastian ist weg, aber jetzt ist hier ist Chris. Chris, er ballert hier irgendwelche Sprüche heraus. Er muss, wie gesagt, wir brauchen 5 Leute für Chris. Kommen Sie kurz mit, weil die junge Dame darf nichts hören. Der hast du schon mal in die Fresse bekommen, mich gefragt, oder was? Heute nicht. Antenne Bett Müller? Digga, ich will 1 und 2 und dann bist du weg. Spider-Man? Bist du wirklich Spider-Man haben? Ey, stopp, Sebastian. Chris, entspannen Sie sich mal. Willst du Müller, Herr Selami? Antenne Bett Müller? BAZ. BAZ oder Müller, Herr Selami? Welche Familie? BAZ. BAZ, guck mal, Chris, folgender. Ich will jetzt meine Familie nicht holen, weil der Peter und der Jürgen sind ganz... Ja, hol mir deine Familie. Stopp, was hol mir deine Familie? Was willst du machen? Was willst du machen? Ich hole meine Familie. Was hast du gesagt? Jo, Dicker, ich richtig. Was hast du nochmal? Ahmed, hörst du diese? Hörst du oder hörst du nicht? Dankeschön. Ich lebe auf Straßen, Digga, und ich werde dich. Ich werde dich anschauen, weil ich werde sagen, dich. Stopp, Chris. Das ist nur geschäftliche Business. Entspann dich mal. Was ist mit dir los? Ich dachte, weißt du so. Wer denkst du, wer du bist? Ey, das ist Business. Wem interessiert dein Geschäft, Digga? Das... Alter Schwede, gucken Sie, folgender Sachverhalt. Das ist gerade verboten, hier Ihren Namen zu führen. Es ist Führungsverbot Ihres Namens. Gehen Sie, zu Standesamt und ändern Sie Ihren Namen. Was ist so schwer, Digga, daran? Das interessiert überhaupt niemanden. Was ist daran so schwer, einfach Namen zu ändern? Jetzt ehrlich. Niemanden. Also, gehen Sie und ändern Sie Ihren Namen, dann können Sie wieder zurückkommen. Ich das zurückgehen? Natürlich, einfach Namen wechseln auf Ahmed. Ahmed ist... Ahmed das Schachbrett. Entspannen Sie sich mal. Leck mich doch ab, was für ein Büro. Ab heute heißen Sie Ahmed. Arrivederci, ciao, Kakao. Hallo? Ich bin Sikyurtovic von Alexanderplatz. Hier ist die 3G-Regel, 3G-Punkte. Haben Sie alle 3G-Punkte gefunden? Ich habe gerade gefunden. Alle 3G-Punkte müssen erfüllt sein. Ich habe gerade das hier. Sie haben gerade den Punkt gefunden mit Stock. Haben Sie gefunden den Punkt? Was meinst du? Den G-Punkt, haben Sie den gefunden? Okay, haben Sie gemacht, ja? Gut. Chef, bleiben wir kurz hier, einen Moment. So, gucken Sie, wir haben gerade den Test durchgeführt. Wenn wir die 3 Punkte bei, die G-Punkte bei Ihnen finden, bekommen Sie eine E-Mail und einen Brief vom Standesamt Berlin. Haben Sie die G-Punkte jetzt? Weil ohne G-Punkte geht gar nichts. Hallo, ey, Kollege, G-Punkt. Ist Ihr Fahrrad geboostert? Booster. Weil es ist eine neue Regel, das Fahrrad muss geboostert sein am Alexanderplatz. Im ganzen Bereich Alexanderplatz sind alle Fahrräder geboostert. Neue Fahrrad, also alle Fahrräder in Berlin müssen geboostert sein. Am Alexanderplatz, am Kurfürstendamm und am Charlottenburger Platz. Wie kann Fahrrad geboostert sein, Bruder? Die Menschen können geboostert sein, aber Fahrrad... Sie lachen. Sehe ich aus so, als würde ich Witze machen? Hey, wie kann man das spritzen lassen, Bruder? Können Sie mal kurz aufstehen, weil ich kann mit Ihnen so nicht reden. Warum lachen Sie? Deine Frage komisch, Bruder. Das ist nicht komisch, das ist die neue Regel vom Berliner Standesamt. Gucken Sie, der neue Beschluss vom Berliner Standesamt über Fahrrad 3G-Regel. Alle G-Punkte müssen übereinstimmen. So, gucken Sie, der neue Beschluss vom Berliner Standesamt. Was ist das, Bruder? Also, machst du Spaß, oder? Sehe ich aus, als würde ich Witze machen, Spaß oder so? Verstehe ich nicht gerade. Jetzt wirklich ernst. Keiner nimmt mich ernst heutzutage, aber das ist, gucken Sie. Offizielles Dokument hier mit Berliner Bär. Lesen wir mal durch. Oder? Ja? Machst du Spaß?
ich mache keinen Spaß. Sie müssen sich jetzt entfernen, sonst gibt es Bußgeld. Da sie, wie gesagt, einsichtig sind, ich sehe Einsicht in ihren Augen. Berliner Standesamt wird nicht weitergemeldet. Sie müssen das jetzt alles einpacken und ciao, arrivederci. Wir sehen uns in 2 Jahren, weil da sind die Regeln vorbei. Macht Spaß, ne? Nein, nein, ich mache keinen Spaß. Haben Sie das gelesen gerade? Ja, nicht gelesen. Da stand drauf, Attest oder sowas. Ja. Das hat nicht mit sind das Witze? Ist das Spaß oder verstehe ich gerade nicht, was das Problem überhaupt ist? Fahren Sie jetzt bitte weiter, weil sonst wird das an Standesamt gemeldet. Ich habe viele Aufgaben jetzt. Standesamt wird gemeldet, ja, wenn Sie nicht weiterfahren. Wie gesagt, die G-Punkte immer einhalten, weil alle 3 G-Punkte müssen gefunden werden. Ja? Ciao, viel Spaß. Okay, meine Freunde, Alan Bangovic ist fertig mit Security-Prank. Ich habe heute Alexanderplatz kontrolliert. Mein Kopf ist kaputt, meine Freunde. Ich küsse eure Augen, schreibt Kommentare. Tatütata, ciao, la la la, Kollegas. Okay, baba. Die Wolken weiß, wenn ich an dich denk. Kennen uns seit Jahren, aber wirkst noch fremd. Wie kann es sein, dass du mich nicht erkennst? Wir brauchen Lichter, wo die Liebe nicht glänzt. Die Wolken weiß, wenn ich an dich denk.